So, dann ist der Fuchs wieder, wie er durch den Wald schleicht. Ein rechter Weg. Das sieht doch mal. Ja, ich kenne es natürlich jetzt schon. Und weiß, ich stoße meine Lichtung voller blühender Blumen. Die unbekannten Blumen wiegen sich im Wind und verbreiten einen wunderbaren Duft. Ihr wägt ab, ob ihr rasten und den süßen Duft der Blumen genießen oder umkänselt. Wenn wir jetzt hier rasten würden, dann würden Giftfalter kommen. Und Giftfalter sind sowas wie die Waldfalter, nur dass sie eigentlich Stufe 2 Gegner sind, also aus dem zweiten Stockwerk stammen. Und Gift ist in diesem Spiel wirklich ziemlich tödlich. 25 Schaden pro Runde, 3 Giftfalter. Es ist, ihr entscheidet euch, die duftende Lichtung schnellstens zu verlassen. Ich bin effektiv tot, wenn ich das machen würde. Au, ein Plattenkäfer. Der mich vorhin... Nein, du bist hier wichtig, du musst ihn eineisen. Alles abwehren, sonst wären wir noch von irgendwas gewonnen hättet hier. Ah, daneben zum Glück. Eis macht wie viel Schaden? 64, das ist gut. So, noch mehr als mein Blitzmagier Schaden macht. Und zum Beispiel, wenn ich so draufschlagen würde, würde ich mit allen Charakteren einen Schaden machen oder sowas in der Richtung. Gut, das Ganze. Ich muss eben noch die Eckpunkte hier markieren. Und ich weiß, wie ich das hier zeichne. Gut. Oh nein. Ich habe kaum noch Mana übrig. Komm, darum machen wir einen Schutztanz. Lied. So, vielleicht hilft es ja ein bisschen. Was daneben? Und den haben wir immerhin. Ach, wir hatten einen Präventivangriff. Und trotzdem bist du noch gefährdet. Nochmal Schutz. 8 Schaden. 7 Schaden. Boah. Ein Schaden. Ja, du gehst besser mal ab. Das ist gar nicht gut. Da kommt auch kaum noch Mana. Ich muss wohl eine Medizin schmeißen. Das war irgendwie klar, oder? Naja. Ich werde hier erstmal das Schaffel das Zeitliche segnet. Der Anfang ist in diesem Spiel besonders schwer gehalten, aber wenn man einmal dran vorbeikommt, ja mal. Ich kann es mir nicht leisten, mit meinen Nackenwurz zu verfehlen. Das sollte eigentlich inzwischen klar sein. Ah. Boah. Holla, die Waldfee. Wie sieht es mit dem HP eigentlich aus? Wir müssen eine Medizin fressen, oder? Und hoffen, dass ich hier noch heile rauskomme. Da wir diesen Teil der Karte soweit fertig haben, werde ich mich zum Ausgang... Obwohl, das kann ich auch... Ich kann auch mal in die Stadt in ein Video nehmen, wie ich mich so in der Stadt falte. Das ist auch mal interessant, würde ich sagen. Ratte. Mal auf die Ratte. Ja, das war jetzt verschwendet eigentlich, weil er schon direkt in der P gezogen wird. 23, es geht, so viel ist gar nicht überzogen worden. Mein Gott, Tyra. Mach mich doch nicht fertig hier. Noch ein bisschen Ziel in mir. Ich frage mich, ob Moralangriff schon bereit werden bei mir. Ja, Moral ist voll. Da die auf Schlafen eh vorbei, kann ich eben demonstrieren. Unsere Angriffskraft steigt für den Zug, wo wir die Moral aktivieren. Und aus diesem Grund kann ich ja mal eben den Rest der Charaktere blocken. 24 Schaden und kritisch. Das ist etwas doppelt vom Normalen. Sehr effektiv mit in Verbindung mit Angriffsfähigkeiten, wollte ich erwähnt haben. Jetzt nichts wie durch den Spalt abhauen. Puh, das heißt erstmal wiederbeleben. Kostet ja nicht so viel auf dem Level. Dann verkaufen. Durch Drücken von Y kann man alle Einheiten gleichen Typs auswählen. Momentan haben wir nur einen Beifuß. Ein Hartholz.
Ah, Kurzschwerter haben wir erschaffen. Gut, das ist ein sehr starkes Item eigentlich sogar. Gebein. Ja. Jetzt können wir zwei Flügelchen auf einmal verkaufen. Wundertrank A wurde bei Seth Apotheke ins Sortiment genommen. Die Leder. Ah, ein Cape wohl kann jetzt geschaffen werden. Drei Lilien. Gut. Gut. Das reicht erstmal hier. Dann kann ich eben schnell schlafen gehen. Speichern. Ah, wir kommen vorwärts. Geht eigentlich sogar mit den kleinen Offscreen-Zeiten besser, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Eventuell kommen noch ein, zwei Levelphasen hinzu, aber momentan sieht es aus, als wären die gar nicht so nötig werden, wie in meiner Haupttruppe. Auch wenn Jaffa momentan wirklich noch Kanonenfutter ist. Okay, wir haben. Ich komme auf die Karte insgesamt. Wir waren jetzt schon eigentlich. Ach nee, wir haben da einen Weg am Boden vergessen. Das heißt, wir gehen nochmal in den Spalt. Wie genau man das kartografieren muss, ist mir auch nicht ganz klar. Aber das wird sich ja zeigen, ob wir das haben, wenn ich das gleich mal aufs Visual abzeichne. Okay. Die Ratte und der Waldfalter. Die Ratte kriegen wir so auch weg. Das Kutscher werde ich mir auch wahrscheinlich gleich holen, weil es einfach süß macht. Für Marken ist gut vom Schaden her. Und dann werde ich auch dazu noch für Kalliope den Bogen besorgen. Fallen. So Kanonenfutter momentan. Es tut mir echt leid, aber. So, immer eine lustige Geschichte. Puh, Level Up für drei Leute, die bis noch nicht gestorben sind. Okay, hier geht's eine Sackgasse. Gut, dann gehe ich nochmal zum letzten Teil des Dungeons, den wir noch nicht erkundet haben, und dann werde ich alles abzeichnen. Man kann ja auch unten die Karte navigieren, wenn man nicht sich in dem Bereich befindet, und dort nach Erinnerung abzeichnen. Aber das zeige ich euch auch irgendwann später. Ja, noch einer. Gut. Ein Hinterhalt, das ist immer scheiße. Aber immerhin hat er den verspült durch einen Fehlschlag. Kritisch. Oh, er hat sogar nur 23 AP genau genommen. Gut. Uns fehlt eigentlich nur noch dieser eine Teil, wenn wir hier links langlaufen. Ist auch ein kurzer Teil, muss ich sagen. Zwei Ratten. 17, das ist sehr gut. Und wie machen meine Caster im Moment mehr Schaden als auf meinem Hauptspiel stehen, obwohl die da schon x Level höher sind? Und das liegt nicht daran, dass wir gegen Ratten nicht kämpfen. Das ist interessant, würde ich sagen. Okay, hier. Vielleicht hat es damit zusammengehangen, dass ich eine Dreier-Front-Reihe immer gehabt habe. Momentan nur zwei verwende. Egal, prüfen. Auf eurer weiteren Wanderung durch den Wald findet ihr am Ende eines Pfades etwas Pelziges. Anfänglich denkend, dass es sich um eine Kreatur handelt, erkennt ihr bald, dass es ein Stiefel ist. Könnte er von einem Abenteurer stammen? Ihr überlegt, ob ihr den direkten Stiefel aufheben oder ihn liegen lassen sollt. Umschauen. Ihr untersucht vorsichtig den Boden um den Stiefel herum. Beim näheren Hinsehen entdeckt ihr Kleiderfetzen und rote Flecken auf dem Moos. Das könnte bedeuten, dass gefährliche Biester nicht weit sind. Ihr beäugt wieder den Stiefel und überlegt, ob er sich trotz der Gefahr lohnt, ihn aufzuheben. Den Stiefel aufheben. Vorsichtig hebt ihr den alten Stiefel hoch. Er ist überraschend schwer. Das liegt an den weißlichen Steinen, die darin versteckt sind. Ihr habt einen Elfenstein erhalten. Sehr schön. Während ihr euch über die Steine wundert, fängt der Boden an, sich zu verändern. Die gemeinen Monster, die wohl den Stiefelbesitzer getötet haben, haben euch in einen Hinterhalt gelockt. Wir sehen drei Maulwürfe. Okay, das ist natürlich riskant. Wir werden einfach die Frontreihe blocken und Reihe alles von hinten
wegräumen. Daneben 4 Schaden, 5 Schaden. Abwehren bringt halt natürlich, bringt halt eben zur Schadensreduktion. Eis, du bist also platt. Und jetzt können wir auch offensiv vorgehen. Voll mit Schutzzauber. Oh, ich sag ein bisschen gar nichts mehr. Der dreckiges Fokusfeuer hier. Oh. Abwehren, das ist gerade ganz scheiße, muss ich sagen. Also ich muss sagen, da das Video die 11 Minuten ganz nahe kommt gerade, muss ich jetzt sofort einen Schnitt machen. Der Kampf ist ja so gut vorbei. Bis gleich. Bis ich gerade geführt habe und so weiter.